Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schuckibanuki Daily. Eurer Portion Angeberwissen. Jetzt habe ich den mal so richtig heimgezahlt im Arsch, weil er mir jedes Mal ins Ohr brüllt. Ja. Ich bin der Pujan, das ist der taube Sascha. Ja. Und wir haben euch was mitgebracht. Ja, heute ist der 7. August und am 7. August hat jemand Geburtstag. Paul der Biedermann. Der hat Geburtstag. Paul Biedermann hat Geburtstag. Paul Biedermann hat Geburtstag, ist geboren am 7. August 1986. Deutscher Schwimmer, mehrfach Welt- und Europameister. Im Jahr 2009 als erster Mensch 200 Meter Freistil unter einer Minute 40 Sekunden. Bist du ein guter Schwimmer? Und weiter geht's. Ja. 1983 am 7. August begann die erste Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Helsinki. Wann? In welches Jahr? 1983. Nicht schon viel, viel eher? Nein. Ist ja voll krass. Ich habe gedacht, das wäre schon viel eher. So, ja. Und was sehen wir da? Ist das direkt von damals? Natürlich. 1983, gab es da schon Farbfotos? 1983? Ja. Du hast doch Colt Sievers schon geguckt, 1983 zum Beispiel. Das war ja auch in Farbe. Ich habe da gar kein Fernsehen. Simon und Simon. Nein. Ich war in der Pubertät. Trio mit vier Fäusten. Ich habe weggeschnackselt, was ging. Ich kam gar nicht zum Fernsehen gucken. Ja, ja, mit 1983 warst du, da warst du schon 15. Hey, guck mal hier, wie sie alle rennen. Guck mal. Ja, kannst du dir mal ein Scheibchen davon abschneiden. So wie die rennen, wirst du niemals rennen im Leben. Das ist mal ein Hodensack. Guck dir das mal an. Das stimmt. Babam, babam, sag ich da nur. Ja. 7. Was August. Ist noch passiert am 7. August? Ja. Am 7. August. Hat, und zwar 1960, noch ein bisschen zwei Jahre später sozusagen, ganz anders, vergiss es. 7. August 1960, Elfenbeinküste hat den Unabhängigkeitstag. Elfenbeinküste. Côte d'Ivoire, sagt man ja. Côte d'Ivoire, hier. Ist ein bisschen heikles Pflaster, muss man sagen. Ich habe von Leuten gehört, die da einen Business-Trip machen, also ganz wichtige Leute. Ja. Die wichtigen Deals. Die macht man da in der Elfenbeinküste. Ja, aber die haben erzählt, wenn du da abends ins Hotel gehst, da steht vor dem Hotel stehen bewaffnete Wachmänner. Natürlich. Und wenn du irgendwie raus willst, dann am besten nur mit einer Eskorte. Ja, okay. Denn die haschen sich jeden, der Schuckibanuki kennt. Ja. Und das sind eine ganze Menge. Die kann ich an... Ja, es sind eine ganze Menge. Also ja, es sind kann man einer Hand abzählen. Ja, genau. Sägewerk. 1947, am 7. August, ist Thor Heidertal... Den kenne ich. Woher? Le Fleuss. Ja. Ja. Erzähl du. Takatiki? Nee, wie hieß das Floß? Hakitaki? Kon-Tiki. Kon-Tiki, genau. Ja. Thor Heyerdahl ist mit einem Floß, wollte er beweisen, was damals angeblich die Wikinger geschafft haben, nämlich nicht unterzugehen. Ja. Und da gab es jede Menge Bücher zu, das wurde von der Presse weit verfolgt und so weiter und so fort. Was hat denn der noch gemacht? Nichts mehr sonst. Naja, aber immerhin, das hat er gemacht. Ja. Ist mit seinem Floß Kon-Tiki in die Südsee gefahren. Genau. Ja? In das Tuamotu-Archipel. Bitte machen Sie eine Ihnen typische Handbewegung. Ja. Genau. Das war Thor Heidertal. Am 7. August kam er da an, 1947. Das haben wir heute gelernt. Da hat er erstmal eine Kokosnuss auf den Kopf gekriegt, oder? Den guten Menschen fällt die Kokosnuss in die Hand. Den guten und Menschen. Und nicht auf den Kopf. Ah, so ist das. Okay. Das war Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Pujan und mit Sashi. Wir sehen uns morgen wieder am 8. August. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio.